Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. So, wir gehen mal direkt ins Spiel rein. Heute das Achtelfinale gegen die Überraschungsmannschaft aus Honduras. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie die dieses Achtelfinale geschafft haben. Aber wir haben natürlich einen großen Respekt vor so einer Mannschaft. Die haben es ja immerhin auf dem zweiten Platz in der Frankreich geschafft und haben sich unter anderem gegen Schweiz und Ecuador durchgesetzt. Also, das muss schon was heißen. Und die sind bestimmt nicht leicht zu spielen. Deswegen spiele ich heute hier mit meiner besten Elf. Und ich hoffe, dass es was hilft. Ja, nehmen wir mal an. Ja, und Honduras wird auch als die Bananenrepublik bezeichnet. Also ist ja dafür, Bananen ist ja bekannt, dass Bananen aus der Karibik kommen. Costa Rica, Honduras, ist ja alles diese Ecke da unten, ne? In Mittelamerika und Karibik. Und das ist wirklich schön in den Ländern. So, da haben wir die Weltkugel wieder und wir sind heute in Köln zu Gast. Also im Stadion in Köln. Also wir waren schon in vielen Stadien gewesen. Berlin hat angefangen, dann ging es nach München und nach Dortmund und jetzt sind wir in Köln. Und die erste Chance gleich. Da haben wir nicht lange gezögert, einfach mal draufgehalten. Ja, und ich habe es eben angesprochen, um die Reise durch Deutschland soll möglichst weitergehen. Mit einem Sieg hier heute. Aber wir haben erstmal Respekt hier von den Honduranern. Mal sehen, wie die so zu spielen sind. Oh, was für ein Fehlpass. Jetzt ist die Chance da. Und er ist abgeblockt. Da wird es richtig gefährlich. Weil der auch abgeblockt war. Ansonsten wäre da vielleicht gar keine Gefahr reingekommen. Der Torwart im Glück. Ja, da wir jetzt auch in der K.O.-Runde sind, ist es natürlich auch möglich, dass es zu Verlängerungen und Elfmeterschießen kommen kann. Sollte es dazu kommen, werde ich dazu noch einen dritten Part dann starten. Also das wird dann sehr eng, wenn ich das noch in die zweite Halbzeit mal noch quetsche. Also ihr wisst ja, ich habe nur eine Begrenzung von 10 Minuten. Und deswegen werde ich, wenn es zu Verlängerung der Elfmeterschießen kommt, noch einen dritten Part hinzufügen. Ich hoffe, das ist für euch leider kein Problem. Und jetzt 1-0, jawohl. Es ist wieder Tevez, fünfter Treffer schon. Und das war wieder ganz einfach gespielt. Und hier steht er genau richtig. Und der ebnet uns vielleicht wieder den Weg ins Viertelfinale. Im Viertelfinale wollte ich dann schon mal auf einen starken Gegner, unter vielleicht Frankreich oder Deutschland. Das leckt, das nervt mich einfach nur. Heute ist es schlimm. Ich habe eben schon mal ein Video gestartet, da habe ich es leider abgebrochen, weil es so schlimm war. Es hat mich einfach am Spiel gehindert. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Wahrscheinlich am wieder in einem Aufnahmeprogramm. Aber was will man machen? Es stört halt einfach. Natürlich auch den Spielfluss, das ist klar. So wie mal aus der Distanz versuchen. Messi jetzt. Und Torwart steht genau richtig. Ein bisschen zu schwach geschossen von Messi da. Ja, die WM-Analyse 2014 habe ich ja gestern beendet gehabt. Alle 32 Mannschaften sind jetzt durch. Jetzt kann die WM natürlich im nächsten Jahr starten. Ich freue mich schon riesig drauf. Ich hoffe ihr auch. Und hier könnt ihr euch schon mal so einen kleinen Vorgeschmack holen. Vielleicht sehen wir diese beiden Mannschaften auch wieder im Achtelfinale wieder. Bei Argentinien glaube ich sehr sogar. Bei Honduras eher weniger. Und wir haben die nächste Chance jetzt hier. Und gibt das Einwurf jetzt? Ja, Einwurf für Honduras. So, wie lange ist noch zu spielen? Ja, ist noch ein bisschen hier in der ersten Halbzeit. Und jetzt hat Honduras erstmal die Chance hier, die erste in dem Spiel. Ja, das machen sie gut, jetzt auf die Außen verlagert, aber wir stehen da genau richtig. Es scheint nicht so ein Schützenfest zu werden, wie es gegen Iran und Nigeria war. Aber wir haben trotzdem sehr viel Platz vorne in der Offensive. Hoffentlich können wir das nutzen, wie hier jetzt.
Aber da legt sich Tevez den Ball ein bisschen zu weit vor. Ansonsten wäre es hier, hätte es hier wieder geknallt zum 2-0. So, jetzt aber vielleicht. Und 2-0, jawohl. Ja, wieder so einfach einfachen Weg gespielt und ja, gut hier und einfach eingeschoben da. 2 zu 0 und das noch vor der Halbzeit. Wir sind auf bestem Wege, ins Viertelfinale einzuziehen, wenn hier nicht noch ein Wunder passiert. Und das glaube ich hier bei Honduras sehr weniger. Die sind noch gar nicht richtig gefährlich vors Tor gekommen. Weiß nicht, wie sie das gegen Schweiz und Ecuador gemacht haben. Dass sie da sich behaupten konnten. Weil Schweiz und Ecuador sind, ja, sind schon sehr stark. Muss man sagen. Hier erstmal die Hereingabe bringt erstmal keine Gefahr ein. So, jetzt vielleicht Messi. Der hat heute noch gar bei dieser WM noch gar nicht getroffen. Aber jetzt kann der Torwart erstmal den Ball sichern und jetzt müsste gleich Halbzeit sein. Dann gibt es wieder den Break und die zweite Halbzeit am nächsten Part dann, ja. 2-0 zur Halbzeit. Es sieht alles danach aus, dass wir auch das vierte Spiel in Folge gewinnen bei dieser WM. Ja, und wir sehen uns gleich wieder.